und damit dann herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme von Risen 2. Wir waren gerade dabei, glaube ich, oder wir wollten uns eine Waffe kaufen, eine Schusswaffe. Hatten dafür aber, wenn ich mich erinnere, nicht genug Geld. Ja, 750 brauchen wir, 632 haben wir. Und wir können nichts mehr wirklich verkaufen. Muschel haben wir, Geflügel und Fleisch, die machen wir noch zu Proviant, wenn wir ein Feuer haben. Unsere Kleidung, ja gut. Plunder. Ist das halt? Gut, ja. Dann würde ich sagen, wir können uns jetzt noch keine Schusswaffe holen, sondern gehen dann erstmal zum Piratennest. Ja, ja, ja. Das ist auch besser für dich. Ja, ich lasse die Waffe ja schon da, wo sie ist. Wir sammeln hier erstmal noch ein paar Kräuterchen. Und gucken mal, was wir hier sonst noch so finden. Auf unserem Weg zum Piratennest. Da haben wir ja noch einen Brief zu übergeben, wenn ich mich nicht irre. Piratenpost, ja. Die Kleidung eines Piraten. Lago, alle Sachen abgenommen. Gut, wir brauchen die Perle. Und das Kopftuch haben wir. Okay. Gut, dann schauen wir mal. Goldklee. Da hinten sehe ich ein Warzenschwein. Ist hier noch irgendwie was? Oh, da hinten eine Heldenkrone. Ah, ja gut, okay. Oder auch Schädelblüte. So. Hier noch irgendwie wo was zum Mitnehmen? Nö. Na gut, dann Warzenschwein. Oh, da ist noch ein zweites Warzenschwein. Patty, komm her, meine Liebste. Sonst werden wir wahrscheinlich gleich elendig krepieren an einem Warzenschwein. Stirb, Warzenschwein! Oh. Ah, das war das andere Warzenschwein. Geht zugrunde. Was ist das hier? So. Dann einmal Proviant, das ist die 3. Damit wir uns langsam wieder regenerieren. Halten doch den kapitalen. Oh, nee, da. Eine Geisterlilie. Die ist früher Mana-Pflanze, wenn ich mich nicht irre. Den kapitalen Brocken haben wir gelootet, oder? Ja. Okay, gut, dann gehen wir mal weiter. In der Hoffnung, dass wir hier irgendwie mal irgendwie was erbeuten, was wir zu Gold machen. Zu Gold machen können. Da, Jaguar. Ich glaube, den sollten wir uns jetzt lieber nicht vorknöpfen. Stattdessen gehen wir hier zu diesem lustigen kleinen Äffchen. Schwarzer Oleander. Da ist eine Markibeere. Ja, Markibeere. Ich mag Markibeeren. Kleinen Äffchen. Oh, gut, ja. Schnell. Der ist mir noch nicht so freundlich gesonnen. Erstmal was, das ist na gut. Krallenaffe. Äffchen. Putzig, will haben, will haben. Aber ich krieg keins. Ein Pflänzchen. Eine Blutwurzel. Gut, was haben wir hier noch? Ja, kleines Äffchen, ich nehme dich bei Gelegenheit mit. Ich will dich ja auch haben. Oh, zwei Warzenschweine. Hehe. Ausgeschweint. Na egal. Warzenschwein. Eine Geisterlilie. Und da haben wir noch eine Blutwurzel. Vorne. Und eine Markibeere. Mein Gott. Ja, Äffchen, ich nehme dich ja mit. Wenn ich weiß, wie ich dich mitnehmen kann. Mal, was ist ein Pirat ohne Äffchen? Hat doch auch bei Fluch der Karibik dieser böse, wie auch immer er heißt, Äffchen. Waren hier gerade zwei Markibeeren oder war es jetzt gerade ein Bug? Naja, egal. Und hier kommen wir dann wieder bei der Zuckerplantage raus. Okay. Kiste, haben wir die schon geplündert?
Ich darf doch hier bestimmt. 5 Gold. Oh, jetzt sind wir aber reich. Jetzt können wir uns hier alles kaufen, was wir wollen. Nach 5 Gold. Verkaufst du mir was von der Ausrüstung? Warum nicht? Muss aber unter uns bleiben. Sandoffiziersringer, gut, da können wir nichts von gebrauchen und verkaufen. Ja, aber immer noch. Eine Kralle. 15 bringt auch nicht wirklich was. Na gut, dann lassen wir das. Wie kommen wir jetzt am besten zum Piratennest, das ja wahrscheinlich da ist? Ich würde sagen, von Puerto Sacarico aus, oder? Ja. Müssen wir da oben raus und irgendwie rechts. Upp. Petro, du warst gerade irgendwie, sahst komisch aus. Sag was. Okay, Petro will nicht mit uns sprechen. Nein, jetzt habe ich keine Zeit. Gut, dann ich. Schätze, er hat was ganz Ungezogenes mit seiner Kleid. Naja, das kennen wir ja schon. Sollten wir rechts und geradeaus weiter. Gucken wir mal. Laufheld. Oho. Wen oder was haben wir denn da? Auf jeden Fall gehört er zur Inquisition. So, einmal noch Proviant. Questerfolg, Vaskos Turm gefunden, okay? Was machst du denn hier? Dich habe ich hier noch nie gesehen. Ich bin mit dem Schiff angekommen. Wenn du weiter nach Osten willst, gebe ich dir einen guten Rat. Geh nicht durch das Dschungeltal. Das ist viel zu gefährlich. Die Höhle hier oben führt dich zu einem Pass über die Berge. Das ist der sichere Weg. Aber. Was ist am Dschungel so gefährlich? Da gibt es Jaguare. Die Biester springen dich an und dann ist es ruckzuck aus mit dir. Aber wenn du richtiges Pech hast, begegnest du den entlaufenen Sklaven. Die freuen sich über jeden Weißen, den sie aufspießen können. Ich habe mal einen von ihnen am Rand des Dschungels gesehen. Er war angemalt und bewaffnet, sah zum Fürchten aus. Als ich gerade auf ihn anlegen wollte, war er verschwunden. Schätze, er wollte, dass ich ihn verfolge. Wahrscheinlich haben die Wilden mittlerweile überall Fallen errichtet. Okay, gut. Erzähl mir mehr über den Pass. Du gehst einfach durch den Höhleneingang hier oben und folgst dem Weg. Du darfst nur nicht den Fehler machen, zu weit nach Norden in die Berge zu gehen. Wenn du zu einer Brücke kommst, musst du auf die andere Seite. Auf der anderen Seite der Insel befindet sich irgendwo das Piratennest. Das kennen wir. Geh auf keinen Fall nach Norden. Ich muss mir jetzt mal angewöhnen, hier während der Dialoge immer nicht reinzuquatschen. Was ist im Norden? Die Höhlen dort sind mordsgefährlich. Dagegen ist der Dschungel ein Spaziergang im Park. Wir haben einen Kundschafter hineingeschickt und draußen am Eingang gewartet. Plötzlich kam irgendwas Großes aus dem Nichts und hat ihn sich geschnappt. Wir sind nur noch gerannt, bis wir wieder auf den Feldern waren. Ich sage dir, das Ding war riesig. Geh da bloß nicht hin. Gut, dann gib mir mal zumindest den Goldklee und Apfel. So, du siehst nichts, Vasco, ne? Ich, ein roher Fisch. Ah, toll. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Gut, merken, hier haben wir noch eine Truhe zu plündern. Eine Schädelblüte. Und hier geht's. Achso, hier geht's dann wahrscheinlich in den Dschungel, so wie das aussieht. Gut, dann Höhle weiter irgendwie oben, meinte er. Gucken wir mal. Hallo, ist hier irgendwer oder irgendwas? Warzenschwein! Eines, so wie es aussieht. Da sagst du was, Patty. Die quietschen vor, kreischen vor allem so. Ach ja, der Sonnenuntergang.
das ist wirklich schön gemacht in diesem Spiel hier. Auch wenn ich hier nicht auf den höchsten Grafikeinstellungen spiele. Da geht noch einiges. Es ist doch durchaus auch schon hier jetzt sehr schön. So mit dem Lichteinfall, beim Auf- und Untergang der Sonne. Eine Kiste, na dann. Proviant 2 Stück und wieder 5 Gold. Oh ja, das jetzt was mit dem Spiel. Ein Schwertdorn, was bringt der denn? Benutzbares Schwertdorn. Hiebwaffen, Stichwaffen und Wurfwaffen plus 1 permanente Wirkung. Aha. Ich glaube nicht, dass wir irgendwie... den essen wir jetzt lieber noch nicht. Ja, man kann Pflanzen einfach so essen. Weil ich glaube, dass man dann wieder irgendwie Tränke mit herstellen kann, wie im ersten Teil. Wie das dann mit den Ogerwurzeln war. So dass wir dann nicht plus 1 bei jedem als Wirkung haben, sondern irgendwie plus 5 hoffentlich. Das wäre angenehmer. Ich weiß gar nicht, wo wir Tränke brauen lernen können. Egal, wir sammeln erstmal schön weiter Kräuterchen, damit wir irgendwann vielleicht welche brauen können. Und das hier ist die Höhle, die er gemeint hat, glaube ich. Ein Pokopilz. Ich liebe Pokopilze. Kommt alle zu mir. Wow. Oh, noch ein Pokopilz. Immer schön Pilze sammeln. Kennen wir ja. Sind halt schließlich Proviant. Okay, einfach... Schon wieder ein Pokopilz. Herzader. Ich brauche eine Spitzhacke. Ah, okay, gut. Noch ein Pokopilz. Gut, ich dachte... So, das war dann das Warzenschwein. Ich dachte gerade, ich hätte aus dem Augenwinkel noch ein zweites gesehen, aber das war hier alleine anscheinend. So, wieder 5 Gold und 2 Proviant. 10 Gold und 1 Proviant. Naja, gut. Eine Würgeranke. Nee, doch. Nee, eine Würgeranke. Egal, Würgeranke, so. Eine Würgeranke. Eine Markibeere. Ich hoffe mal, wir sind langsam beim... dann bald beim Piratennest, weil es so langsam ja schon dunkel wird. Ich nicht Lust habe, hier nachts rumzulaufen, dann noch eine Fackel anzumachen, eventuell. Damit man auch hinterher was sehen kann bei YouTube. Ein Krallenäffchen. Und ein normales Äffchen. Ich will nur den... Nein! Ah. Ich habe jetzt außersehen das kleine Äffchen auch angegriffen am Anfang. Naja. Eins ist ja noch. Ja, ja, ja. Ich will auch, dass du... Da ist eine Pflanze. Pflanze. Ein Würgeranke. Hopp. Hier sollten wir, glaube ich, nicht weitergehen. Da ist ja irgendwie die Höhle dann am Anfang. Am Ende. Von der Vasco uns erzählt hat. Das heißt, wir gehen jetzt hier, wie er meinte, über die Brücke erstmal. Habe ich die Markibeere nicht gerade eben geerntet hier? Mein Gott. Haben wir jetzt eigentlich schon wieder irgendwie was, was wir verkaufen können? Zwei Krallen. Na, zwei Krallen. Okay. Bringt uns 30 Gold. Wir brauchen aber 100. Das heißt, wir müssen noch mal ein bisschen weiter schauen. Was haben wir hier? Ein Pulvermoon. Ja, wo geht's denn hier lang? Auf jeden Fall gibt's hier Pflanzen. Das ist schon mal... Mein Gott. Ich bin hier nur noch am Sammeln gleich. Geisterlilie, Geisterlilie. Ich speichere lieber erstmal zwischen. Wer weiß, wo wir hier hin... kommen. Wollte ich sagen. Aha. Termite.